Flo liebt nämlich Horrorspiele. Ich finde Horrorspiele ganz toll. Ich bin emotional noch nicht bereit. Das ist nicht lustig! Oh Gott! Alter! Oh Gott! Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Danja heute hier gemeinsam mit... Du musst deinen Namen sagen. Julius. Julius. Das ist mein Verlobter. Julius. Florian. Ich möchte dir heute die gruselige Rainbow Friends Geschichte erzählen. Oh. Ja. Das sieht aber lustig aus. Das hier ist... Du hast gesagt, es ist ein lustiges Spiel. Das sieht auch lustig aus. Es ist ein Gruselspiel eigentlich. Also es soll so ein Horrorspiel sein. Ich habe mit Karl nur einmal ganz kurz in einem anderen Video reingeguckt. Aber ich habe sonst keine Ahnung, was passiert. Aber dieses Spiel hat bei mir eine Vorgeschichte, weswegen ich es noch nicht gespielt habe, obwohl es extrem hohe Live-Spielerzahlen hat. 95.000? Ja. Ach, das ist das, was gerade gespielt wird? Die gerade spielen, okay. Ja. Mhm. Und zwar habe ich Roblox mal an der Seite offen gelassen. Okay. Und habe auf der anderen Seite gearbeitet. Und habe da gar nichts gemacht. Nichts. Okay. Okay. Ich hatte den Tab nicht offen, nichts, null. Und ich habe gearbeitet, bin zurück auf den Roblox-Tab und das hier war offen. Ich glaube, das Video habe ich gesehen. Ich habe so Angst bekommen. Kann ich verstehen. Also das war nicht in dem Video, sondern ich habe hier halt gearbeitet an der Seite. Ja, und stimmt. Ich habe mich so erschrocken und ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Aber irgendwie habe ich deshalb nochmal anders Angst vor diesem Spiel. Aber heute werden wir uns diese Angst noch stellen. Mal gucken, was heute noch so passieren wird. Ich habe so Angst vor diesem Spiel, kannst du dir nicht vorstellen. Ich freue mich. Flo liebt nämlich Horrorspiele. Ich finde Horrorspiele ganz toll. Also man fängt hier quasi bei so einem Bus an und dann steigen alle in diesen Schulbus ein. Okay, Fortnite. Ja, genau. Und mit B kann man sich halt in diesem Karton dann so verstecken. Warum sollte ich mich in einem Karton verstecken? Vor dem Tier. Tier? Das ist kein Tier. Ein Spielzeug. Wolf. Gedöns. Blau. Es heißt halt Blau. Das Tier heißt Blau? Ja, es heißt Blau. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Sieht so gruselig aus. Ich kann nicht. So gruselig. Fertig. Warte auf Spieler. 7 von 13. Bist du bereit? Nein. Okay. Ich schon. Noch einer. Das bin ich. Ich bin die noch nicht fertig ist. Ich bin emotional noch nicht bereit. Spiel beginnt. Okay, ihr seid in einem Bus. Mit der Mira, der Barosha. Okay, jetzt nicht mehr. Seltsame Welt. Und ein Pfeil. Der auf rechts gedreht ist. Na, da will uns offensichtlich jemand in die falsche Richtung lenken. Ah. Ich muss das, glaube ich, aufsetzen, wenn ich spiele. Du setzt dann auf und du spielst. Ja, natürlich. Okay. Das ist nicht lustig! Wie fängt denn dieses Spiel an? Hä? Gott! Warum lachst du so? Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Meine Blöcke sind umgefallen. Du musst sie nur finden und zurückbringen. Ja, oh, klingt doch einfach. Viel Glück. Danke. Ich hoffe, die anderen finden die. Warum bin ich denn so groß? What? Vielleicht bist du die Lehrerin. Warum bin ich denn so groß? Lehrerin. Hilfe! 3. 1, 2, 3. Da ist eine Tür. Ich weiß halt nicht, wo so Blöcke sind. Also du musst... Ja, keine Ahnung. Kannst du springen? Nee. Okay. Also hier sind ja so Pfeile. Ich würde denen jetzt einfach mal so instinktiv halt folgen, ne? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Da kannst du doch hoch, oder? Kannst du springen oder nicht? Nee, ich kann nicht springen. Warum nicht? Ich kann hier auch nicht durch, das ist eine Wand. Ich will das nicht. Oh Gott, was ist das denn? Versteckst du dich jetzt einfach nur? Ich hab Angst, okay? Ich bin eine sehr ängstliche Person. Ja, du hast doch noch 12 Mitspieler. Wird schon schief gehen. Ja. Ah! Oh Gott. Alter. Oh Gott. Ich mach mal. Wir müssen es mal mithören. Oh Gott, warum kommt ihr da wieder rausgerannt? Vielleicht ist es ja jetzt wieder weg. Es kann ja nicht ewig hier rumdümpeln. Oh, ich würde mich da ja jetzt nicht mal... Oh nein! Der Gustav wurde gefunden. Ich mochte Gustav. Ich habe Angst. Ruhe in Frieden, Gustav. No food beyond this point.
Ich habe auch überhaupt gar keinen Appetit, wenn ich das hier so sehe, muss ich sagen. Alter, was ist das denn? Was ist das? Warum? Das Spiel heißt Rainbow Friends. Ja, ich habe jetzt ja noch nicht so viel Rainbow und Friends. Aber du hast ja einen Block gefunden. Das ist gut, ich habe noch keinen einzigen Block gefunden. Oh mein Gott. Oh Gott, Tee wurde gefunden, nicht der Tee. Doch nicht der Tee, Leute. Was? Ich höre irgendwas. Oh Gott, oh Gott. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich dachte, das kann mich nicht kriegen. Ich dachte, das kann mich halt nicht kriegen. Das hatte ich doch gesehen. Na, aber ich war doch in der Kiste. Ich dachte, wenn ich in meiner Kiste bin, dann kann es mich nicht sehen. Hab ich halt echt gedacht. So, Tasche und Plätze? Ja. Da war ein Geräusch, das fand ich gruselig. Er hat so Kopfhörer auf. Vielleicht war aber auch ich es. Nee, glaube ich nicht. Warum? Kann ich nicht gruselig sein? Doch. Sehr gut sogar. Wann bin ich denn gruselig? Früh morgens. Nach dem Aufstehen. Da bist du sehr gruselig. Was? Vor allen Dingen, warum sollte ich denn in einen Ort fahren, der seltsame Welt heißt? Vielleicht heißt es ja auch Crazy World oder so und da ist doch, das ist doch offensichtlich, ist da doch so ein Riesenrad. Ach so, ja, okay, das ist Übersetzungsdingens. Ja. Ah, okay. Das kann natürlich sein. So, okay. Jetzt find mal einen Block. Wenn du einen Block findest, hast du ja quasi schon gegen mich gewonnen. Ja. Warum machst du immer aus allen einen Wettkampf? Ich mag jetzt gerade mal einen Wettkampf. Naja. Das ist ein relevantes Ding. Vielleicht, aber du bist ja auch total reckless. Du überlegst ja gar nicht. Nö. Bevor du um die Ecke gehst. Was machst du denn, wenn der dir jetzt hier entgegenkommt? Naja, dann ist die vor mir zuerst dran. Oder was? Nee, die vor mir, die ist halt dann ja, zuerst dran. Meinst du, dass das so einfach ist? Ich mach einfach das gleiche wie sie. Vielleicht hat die auch keinen Plan. Ja, kann ja sein. Da ist ein Block. Nimm mit. Oh, kann ich den auch mitnehmen? Oh, ich habe zwei Blöcke. Okay, dann bring den zurück. Also du hast auf jeden Fall schon gegen mich gewonnen. Das... Ja, ich guck verlässt jetzt. Mich. Du hast dir auch keine Mühe gegeben. Hä? Naja, du hast dich ja nur versteckt die ganze Zeit. Hä, so ein Käse. Überhaupt kein Käse. Ich bin da in so einen Stall reingekommen und eine Leiter hochgekrochen. Ja, ich weiß gar nicht, wo es jetzt zurückgeht. Das ist jetzt mein... Ach hier, okay. 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 Zwei Blöcke gefunden. Ja, wo gebe ich die jetzt ab? Das hilft dir nicht. Oh Gott, nee, mach ich nicht. Tschüss. Mach ich nicht. Nee. War es da gruselig? Ja, da war irgendwas. Ja, bring es sie zurück zum Theater. Folge dem blauen Pfeil, okay. Vielleicht sollte man ja auch lesen. Das stand ja jetzt ist da. Los jetzt. Nee, das Ding ist hier irgendwo. Ach, stimmt. Ja, nicht? Das ist hier. In der Kiste und dann... Theater. Ah, guck mal. Da. Ah ja, guck mal. 24 Blöcke? Anscheinend. Und ich war nicht mal Und das Vieh ist hier irgendwo. Hallo? Mit so. Er sieht dich. Okay, jetzt pack dich doch in dein Dings ein. Alter, ging jetzt kurz die Flunte, sag ich dir. Also wenn das eine gute Monsterbewältigungsstrategie ist, dann würde ich das auch so übernehmen wollen für meine Angstzustände, wenn ich Angst habe, dass mich ein Monster nachts frisst. Okay. Können wir dann einfach so einen Karton neben das Bett legen? Ja. Vielleicht würde mir das ja helfen. Ich gehe da jetzt raus, es nervt mich hier. Ja, dann mach. Okay. Oh, wo ist es? Nein, ich will nicht mehr. Ja, komm, jetzt trau dich noch was hier. Okay. Ah. Okay. Oh, das. Oh, dieses Geräuschkulisse. Ja, da war ich doch vorhin auch. Ja, und? Ja, nix und. Oh! Gewonnen! Schön! Oh, wow. Okay. Tolles Spiel. Also, ich hab's nicht so weit geschafft. Geht's denn noch weiter? Oh Gott, jetzt kommt grün! Oh mein Gott! Das sieht aber süß aus, oder? Ist das so ein kleines Echsentier? Ich werde es jetzt nicht als klein beschrieben. Ich hab jetzt nicht so viel gesehen, weil die Sonne und ich habe keine Brille auf. Ach so, Jimmy,
Timmy! Wir werden ihn vermissen, Timmy. Okay, next night. Achso. Okay. Schau, weiter geht's. Sehr gut. Ich weiß nicht. Okay. Er ist blind. Ja, gut, okay. Und das müssen wir jetzt. Ach ja, wir müssen jetzt. Hallo, ich will auch sowas haben. Was? Naja, das, was die da haben. Will ich auch. Eine Kiste. Nee, das sind ja. Ah! Oh Gott. Oh mein Gott! Und diese Geräuschkulisse ist ganz übel. Die ist wirklich ganz übel. Meine Güte. Ich kann das alles nicht mehr. Oh Gott, was ist das für eine Geräuschkulisse? Ah! Oh Gott. Suchen jetzt aber blau und grün nach dir, oder? Nee, anscheinend nur grün. Weiß ich nicht. Oh, dieses Vieh. Was musst du eigentlich machen? Essenspakete. Ganz ehrlich, bevor ich hier durchwatschen würde und nach Essenspaketen suchen würde, würde ich neue Sandwiches machen. Ja. Ich würde einfach nichts essen. Das auch. Oh, jetzt ist es super dunkel. Man sieht nicht so gut, ne? Nee. Ja. Was ist denn jetzt? Hä? Ist das in den Geheimgang gegangen? Bist du geheim war der jetzt? Geheimer Tunnel. Oh Gott. Okay. Sprachen lernen. Bubble wurde gefunden. You only slowed me down. Okay. Ist schon ein bisschen creepy. Was war das denn? Ich glaube, sie haben. Ich glaube, sie haben alle Essenspakete gefunden. Oh Gott, was ist das denn? Jetzt kommt die Orange auch noch. Salami-Chips. Lecker. Okay. Also, ja, schön, das war toll. Ich schlafe die nächsten 38 Nächte nicht mehr. Die nächste Nacht beginnt. Ciao, Kakao!